Liebe Mitglieder der GAP, liebe Freundinnen und Freunde der analytischen Philosophie, heute vor 30 Jahren, am 26. Mai 1990, wurde die Gesellschaft für analytische Philosophie gegründet. Die wenigsten von Ihnen werden diesen Geburtstag in Ihren Kalendern stehen haben. Ich habe es nachgelesen und ich wollte dieses Datum nicht völlig unbeachtet vorübergehen lassen. Darum richte ich aus dem Homeoffice ein paar Worte an Sie und Euch in Form eines Rückblicks ganz abseits vom Tagesgeschäft. Wie war das damals im Mai 1990? Nun, die Mauer war seit einem halben Jahr offen, es gab aber noch zwei Deutschlands. Und es gab in Berlin in der Akademie der Wissenschaften eine Tagung mit dem Titel Analytische Philosophie in der DDR. Das war die erste gemeinsame Tagung analytischer Philosophen aus West- und Ostdeutschland nach der Wende. Und am Rande dieser Tagung wurde am 26. Mai die GAP aus der Taufe gehoben. Mit 34 Gründungsmitgliedern, 17 aus der alten Bundesrepublik und 17 aus der DDR. Übrigens hatte es am Vorabend eine kontroverse Debatte gegeben. Einige Teilnehmer waren skeptisch, ob eine eigene Gesellschaft für analytische Philosophie institutionelles Gewicht auf die Waage bringen würde. Ich war übrigens nicht dabei. Ich dürfte in Hamburg an meiner Dissertation gearbeitet haben. Die Gründung ist untrennbar mit Georg Megle verbunden, der heute unser Ehrenpräsident ist. Es hatte in den Jahren zuvor im Stegmüller-Kreis schon entsprechende Überlegungen gegeben, aber erst Georg hat die Gründung dann in die Hand genommen und mit der ihm eigenen Energie vorangetrieben. Wenn man heute mit den damals Beteiligten spricht, dann werden drei Motive für die Gründung der GAP genannt. Erstens, der analytischen Philosophie in Deutschland eine eigene Stimme zu verschaffen. Das war ein fachpolitisches Motiv. Die Gewichte waren vor 30 Jahren völlig andere als heute. Es gab an den philosophischen Instituten jeweils nur wenige Personen, die analytisch arbeiteten. Das wirkte sich unter anderem auf das Begutachtungswesen aus. Es war zum Beispiel eine Glückssache, ob für das Fachkollegium der DFG auch mal eine Person nominiert wurde, die der analytischen Philosophie gegenüber aufgeschlossen war. Das zweite Motiv war der Einsatz für die analytische Philosophie in den neuen deutschen Ländern, wie sie dann bald hießen. Es gab in der DDR exzellente Logiker und übrigens auch Linguisten. Wenn man formal arbeitete, dann konnte man sich naturgemäß etwas leichter fernhalten von der Parteilinie. Aber nun waren alle einer Evaluation unterworfen, einer politischen und einer fachlichen. Und es war völlig offen, wer seine Stelle behalten konnte und wer nicht. Neben der individuellen Perspektive gab es auch eine institutionelle. Es wurde über die Ausrichtung der neu aufzubauenden Institute diskutiert. Und es gab in der Gründergeneration, da gab die Hoffnung, dass die analytische Philosophie aus dem Vereinigungsprozess gestärkt hervorgeht. Das dritte Motiv war der Einsatz für die akademische Redefreiheit. Dieses Motiv muss man vor dem Hintergrund der Singer-Affäre sehen, die in die Gründungszeit der GAP fällt. Die Älteren werden sich erinnern, Peter Singer war 1989 zu einer Reihe von Vorträgen nach Deutschland eingeladen worden. Seine Überlegungen zum Umgang mit schwerstbehinderten Neugeborenen waren in Deutschland naturgemäß noch mal skandalträchtiger als anderswo. Und Singer wurde nach öffentlichen Protesten an mehreren Orten wieder ausgeladen, bis er dann in Saarbrücken auf Einladung von Georg Megle reden konnte. Georg hatte die Deutsche Gesellschaft für Philosophie, die AGPD, wie sie damals noch hieß, um Unterstützung gebeten, aber keine erhalten. Die GAP hat sich dann den Einsatz für die Freiheit von Forschung und Lehre in ihre Satzung geschrieben. So war das damals im Mai 1990. Und wenn das die Gründe für die Gründung waren, wie fällt dann nach 30 Jahren eine Zwischenbilanz aus? Gemischt, denke ich. Am leichtesten fällt mir die Bilanz in Bezug auf den ersten Punkt. Ja, das hat funktioniert.
Die analytische Philosophie hat heute eine Stimme. Sie ist auch viel besser an den philosophischen Instituten verankert. Wir sehen eine Vielzahl von analytisch ausgerichteten Tagungen und Workshops. Man könnte von blühenden Landschaften sprechen. Was die GAP selbst betrifft, aus dem zarten Pflänzchen ist eine gesunde, selbstbewusste Fachgesellschaft mit 1000 Mitgliedern geworden. Das Verhältnis zur DGFiL ist heute sehr entspannt. Es gab und gibt eine Reihe von gemeinsamen Initiativen. Wir nominieren auch gemeinsam KandidatInnen für das DFG-Fachkollegium. Man hört aus unserer Schwestergesellschaft noch ab und zu die Frage, ob es denn auf Dauer zwei philosophische Fachgesellschaften brauche. Dazu fällt mir immer die schöne Bemerkung des französischen Publizisten aus der Zeit der deutschen Teilung ein. Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt. Ich bin froh, dass es zwei Fachgesellschaften für Philosophie gibt. Es ist schön, dass wir uns über vieles verständigen können, aber nicht über alles verständigen müssen. Was das zweite Motiv betrifft, den Einsatz für die analytische Philosophie im Vereinigungsprozess, da fällt die Bilanz eigentlich auch leicht. Das war keine Erfolgsgeschichte. Da konnte die GAP bedrückend wenig tun. Sie hat hier und da bei der Begutachtung geholfen, aber sie konnte nicht verhindern, dass analytische Philosophen und Logiker in großer Zahl ihre Arbeitsplätze verloren haben, und zwar auf Dauer. Man hört manchmal das Narrativ, die meisten waren unter Wettbewerbsbedingungen nicht gut genug. Das ist sehr bequem. Es ist richtig, man konnte sich neu bewerben, aber es gab viel weniger Stellen, als es in der DDR gegeben hatte. Es wurde auch die westdeutsche Stellenstruktur fortgeschrieben. All das waren Folgen des Einigungsvertrags. Die GAP war da nur Zuschauerin. Ein betroffener Logiker hat mir neulich geschrieben, es war für uns nicht leicht zu verstehen, warum im vereinten Deutschland für uns kein Platz mehr sein sollte an den Universitäten. Da ist einige Bitterkeit geblieben, die ich gut verstehe, zumal wir hier, wie gesagt, von einer Art von Philosophie sprechen, die man ideologiefern betreiben konnte. Was nun das dritte Motiv betrifft, den Einsatz für die akademische Redefreiheit. Nun, die Singer-Affäre ist Vergangenheit, aber wir haben heute andere Fälle, die vielleicht einen gemeinsamen Nenner haben. Gefährdungen gehen nicht vom Staat aus, jedenfalls nicht an deutschen Universitäten, sondern von anderen gesellschaftlichen Akteuren. Es wird Philosophen nicht von der Obrigkeit verboten, bestimmte Forschung zu betreiben oder in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Aber es gibt, wie Sie alle wissen, immer mal wieder Forderungen, Veranstaltungen abzusagen, bestimmte Redner nicht einzuladen oder sie wieder auszuladen. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass man politisch brisante Themen nicht dadurch abräumt, dass man sie nicht diskutiert oder nur mit Gleichgesinnten diskutiert. Aber ich weiß, dass in der GAP die Meinungen darüber auseinandergehen, wie man sich im Konfliktfall verhalten soll. Es steht ja in der Regel nicht das Recht in Frage, eine bestimmte Veranstaltung abzuhalten, sondern es geht um diffizilere wissenschaftspolitische Fragen, etwa solche der Einladungspolitik, die wir uns in Ausübung unserer Wissenschaftsfreiheit selbst stellen. Zum Beispiel, ist es eine gute Idee, zum Thema X Person Y einzuladen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Welche Gründe sind da abzuwägen? Unsere Mitglieder haben ganz unterschiedliche Vorstellungen und auch ganz unterschiedliche rote Linien. Und deshalb tun wir uns schwer, als Fachgesellschaft zu reagieren. Sie haben vom aktuellen Vorstand noch keine Petitionen und keine öffentlichen Stellungnahmen zu Einzelfällen gesehen. Aber ich wollte heute ja gar nichts zum Tagesgeschäft sagen, sondern ich wollte auf die Gründung der GAP vor 30 Jahren zurückblicken und an die Erwartungen erinnern, die mit der Gründung verbunden waren. Vielleicht fällt Ihre persönliche Bilanz anders aus. Schreiben Sie mir gern, wenn Sie selbst etwas beizutragen haben zur Geschichte der GAP.
Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen und euch beim nächsten Kongress in Berlin zu sehen, auch wenn das nun Corona-bedingt noch etwas länger dauern wird. Passen Sie auf sich auf.